Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Staffel unseres Podcasts Kreuz und Quer, Rheinfelder Straßen und ihre Namen. Mein Name ist Silvia Wassmer und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Auch dieses Mal haben wir uns wieder 5 Straßennamen herausgesucht, deren Herkunft wir in den folgenden Beiträgen näher beleuchten möchten. Los geht es dabei heute mit der Adolf-Sänger-Straße, in deren unmittelbarer Nähe nicht nur der katholische Kindergarten St. Anna liegt, sondern auch die Eichendorff-Schule, die Goethe-Schule und verschiedene Sozialeinrichtungen. Wer war also nun Adolf Sänger, der Namensgeber dieser doch wichtigen Straße? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen Blick auf die Anfänge der Rheinfelder Stadtgeschichte werfen. Genauer gesagt, auf das Jahr 1897. In diesem Jahr legte der damalige Bürgermeister von Nollingen, August Sänger, aus, wie es heißt, Rücksicht auf seine Familien- und Geschäftsverhältnisse, sein Amt nieder. Es mussten folglich Neuwahlen organisiert werden und als Wahltermin wurde vom Großherzoglichen Bezirksamt in Säckingen Freitag, der 14. Mai, festgelegt. Etwas kurios scheint dabei der enge Zeitrahmen, nämlich gerade mal eine halbe Stunde, währenddem die Nollinger ihre Stimmzettel morgens im Rathaus abgeben konnten. Wahlsieger wurde dann der 39-jährige geborene Nollinger Adolf Sänger, der bisher das Amt des Ratsschreibers innehatte. Seinen Dienst als Bürgermeister trat er am 1. Juni 1897 an und erfüllte diesen dann auch bis zu seinem Tod im Jahr 1916. Seine Amtszeit war dabei von großen Herausforderungen geprägt, so etwa dem Bau und der Inbetriebnahme des ersten europäischen Wasserkraftwerks am Rhein, der damit verbundenen Ansiedlung der Industrie und infolgedessen auch dem raschen Wachstum der Industriesiedlung Badisch Rheinfelden und der großen Zuwanderung von Industriearbeiterinnen und Industriearbeitern. Dies führte schon bald zu sozialen Spannungen zwischen den Einheimischen und den teilweise auch aus dem Ausland zugewanderten Kräften, die der junge Bürgermeister aber zu lösen verstand. In einem Schreiben, das der Nollinger Gemeinderat anlässlich Sängers Tod nach Karlsruhe sandte, steht geschrieben: Seinem umsichtigen, tatkräftigen und sachlichen Wirken, seinem ruhigen, versöhnlichen Charakter, verbunden mit liebevoller Fürsorge für jedermann, ist es gelungen, die Gegensätze zwischen den verschiedenen Interessensgruppen unserer Gemeinde, zwischen Landwirtschaft und Industrie, auszugleichen. Berücksichtigt waren in dieser Aussage sicherlich auch die Kompetenzstreitigkeiten zwischen Nollingen und Karsau über Zuständigkeit und Verantwortung für die junge Industriesiedlung, deren Industriegelände nämlich auf Karsauer Gemarkung lag, während die Häuser und Wohnungen der Arbeiter sich auf Nollinger Gebiet befanden. Eine vor allem finanziell schwierige Situation, die jedoch erstaunlicherweise innerhalb weniger Jahre nach Sängers Amtsantritt durch eine Verschmelzung des Industrieorts Badisch Rheinfelden mit Nollingen und dem Kauf des Industriegebiets von Karsau tatsächlich zügig gelöst werden konnte. Für alle Probleme, die sich nun in dem wachsenden neuen Ortsteil ergaben, war also ab sofort der Nollinger Gemeinderat alleine zuständig. Bürgermeister Sänger und sein Ratsschreiber Hermann Steinecker hielten deshalb nun in einem gemieteten Zimmer in der Gastwirtschaft Oberrheinischer Hof immer Dienstag und Samstagnachmittag Sprechstunden für die Bevölkerung von Badisch Rheinfelden ab. Gleichzeitig widmete sich der Nollinger Gemeinderat zunehmend den infrastrukturellen Problemen des jungen Ortsteils und es entstanden unter anderem die Schillerschule, die Feuerwehr oder auch der Friedhof mit Kapelle. Adolf Sänger war mit Emilie Steinecker, der Schwester Hermann Steineckers, verheiratet und hatte mit ihr eine Tochter. Er starb am 23. Juli 1916 an einem Schlaganfall. Impulse, eine Straße nach Adolf Sänger zu benennen, gab es einige, bevor der Gemeinderat schließlich im Februar 1960 der entsprechenden Namensgebung für die Verbindungsstraße zwischen der Müsmatt- und Unteren Dorfstraße zustimmte und somit die Verdienste des Bürgermeisters der Gründerjahre würdigte. Ja, damit wären wir für heute am Ende unserer ersten Folge der zweiten Staffel und hoffen natürlich, dass es Ihnen gefallen hat. Gerne können Sie uns wieder ein Feedback über unsere Homepage oder unsere Social-Media-Kanäle hinterlassen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten und sagen Tschüss für heute.